Gude und willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge Gudus. Ja, das letzte Mal habe ich ja ein bisschen genoobt, was meine Baukunst angeht, möchte ich meinen. Und ich möchte mich in aller Innigkeit bei meinem Volk entschuldigen. Ihr seid nicht nutzlos, ich bin nutzlos, ich bin eurer nicht würdig. Ja, das ist ein bisschen doof gewesen, ne? Wo rennen die eigentlich jetzt überall hin? Muss ich jetzt gerade mal fragen. Ist nicht euer Ernst, oder? Jetzt muss ich aber doch ein bisschen an eurer Intelligenz zweifeln, meine lieben Freunde. Ja, wahrscheinlich verreckt er jetzt auf dem Weg darunter. Toll. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du runterläufst. Naja, egal. Ja, wir haben jetzt mittlerweile gelernt, immer alles schön ausbauen, ausbuddeln. Und hier haben wir noch, hier, den müssen wir auf jeden Fall richtig ausbuddeln. Sonst kommen wir da gar nicht ran. Da müssen aber auch erstmal die ganzen Edelsteine weg. Ich habe mich dazu entschlossen, hier noch eine kleine Stadt hinzusetzen. Einfach aus dem Grunde, weil ich was versuchen möchte. Und zwar möchte ich versuchen, hier mal eine Farm hinzukriegen. Mir wurde gesagt, dass das nur in der Nähe von einem Village funktioniert. Vielen Dank für diesen Tipp. Ich hoffe, dass ich den irgendwie umsetzen kann. Aber sollte ja irgendwie machbar sein, oder? Kriegen wir schon zusammen hin. Muss jetzt aber erstmal gucken. Wie so ein Farmhaus denn aussieht, was das für Ausdehnung braucht. Baue jetzt einfach mal hier den ganzen Quatsch ab. Braucht ja eh kein Mensch. Die sollen einfach mal jetzt anfangen zu bauen. So, bitte alle mal bauen. Und da kommt ein Farmer rausgerannt. Scheiß die Wand an, da kommt ein Farmer. Wo baust du was hin, mein Freund? Schnell baue deine Farm. Eigentlich hättest du auch die da nehmen können. Scheiße. Okay, aber jetzt wissen wir tatsächlich, okay, das geht nur in der Nähe von Siedlungen. Man muss hier nämlich dann auf diese blöden Dinger darauf klicken. Vielleicht, komm, bau dir hier so ein Ding. Bau dir hier so eine richtig fette Farm hin. Nein, er möchte die kleine Farm. Und der möchte die noch kleinere Farm. Okay. Aber haben wir was gelernt? Also nochmal vielen Dank für diesen super Tipp. Jetzt wissen wir, wie man eine Farm erschafft. Sehr cool, auf jeden Fall. Mal gespannt, wie das dann hier mit der Anzeige weitergeht und die sich dann nach und nach fühlt und was passiert, wenn die sich fühlt. Unser Bauerntölpel hier noch ein bisschen Nachbarschaft. Aber dann versuche ich mal was ganz Verrücktes. Und zwar fällt mir gerade so ein, was passiert, wenn ich das hier mache? Oder das hier. Mann, jetzt machen wir noch die Trümmer weg.
Ah, da passiert erstmal gar nichts. Schade. Ich hatte gedacht. Oder kannst du jetzt hier noch bauen? Nein? Nein? Schade. Ah, ich hatte jetzt gehofft, dass der sich hier noch eine Farm hinbaut, aber das war dann leider nicht der Fall. Gut, vielleicht kriegen wir es ja hin, hier irgendwo noch eine Farm hinzusetzen. Ah. Nein? Wenn ich hier so ein Häuschen abreiße. Immer kaputt. So. Nein, 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 nein. Ihr müsst jetzt leider mal sterben, meine Freunde. Das tut mir supi leid, aber das geht jetzt gerade nicht anders. Stirb, verdammt! Bist ja immer noch. Hör auf, das Haus zu bauen. Oh, das fängt wieder an zu gewittern. Ich habe langsam die Faxen dick mit dem Gewitter. Stirb, verdammt! Nee, das klappt hier irgendwie nicht. Soll mir da halt jemand noch mal was geben? Wir können hier mal richtig am Arsch stehen. Hört auf, meine Häuserkoppe zu machen. Die haben euch nichts getan, haben die. Nie so ein unfreundliches Wetter gesehen. Und ich bin nicht mal dafür verantwortlich. Als Gott. Sollte man ja meinen. Ja, geil. Da sind nämlich jetzt hier gerade hier oben die Häuser kaputt. Vielen, vielen Dank. Hier sieht es auch nicht besser aus. Oh. Da hat aber einer schon ordentlich gebaut. Sehr schön. Da haben wir uns eine Kiste mit verdient. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr gut. Kupfer haben wir für die Schuhe jetzt alle zusammen. Jetzt brauchen wir nur noch Leder. Und dann haben wir richtige Sprinter unter unserem kleinen Völkchen. Der arme Mann muss jetzt hier ganz alleine die ganzen vielen Häuser reparieren. Ah, danke. Oh. Okay. 270 Wheat gibt das. Das gibt noch 0 Wheat. Okay. Ich weiß nicht, wie schnell, wie man wo was kriegt, aber ich suche mir jetzt mal kurz eine freie Fläche. Und dann versuchen wir mal irgendwie so eine, ich nenne es jetzt mal Farmsiedlung hinzukriegen. Vielleicht können wir das ja irgendwie bewerkstelligen, dass wir ganz viele so Farmen bekommen. Und ich glaube, hier ist das doch ganz machbar. In einer relativ kurzen Zeit. Jetzt klingelt hier mein Telefon wieder. Da gehe ich jetzt aber mal kurz nicht dran. Da habe ich jetzt nicht den Kopf zu. Hat schon aufgehört zu klingeln. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und Treppchen bauen. So. Nein. Treppchen gebaut. Sehr gut. Können wir hier noch ein bisschen zurückfahren wieder? Okay, diese komische Ecke, die kommt auch wieder weg. Scheiße, für Siedlung habe ich natürlich jetzt zu wenig Diamonds. Ihr könnt aber bitte mal den Schrein da hinten bauen. So. Da hinten hämmert einer vor sich hin, ganz still und alleine. Ich mache ja noch mal ein paar Häuser hin. In der Hoffnung, dass wir schneller noch ein paar Arbeiter bekommen. Hier ist ja noch eine Kiste.
Papyrus, hey, das kriegen wir auch langsam voll. Ich bin sehr erfreut. Sehr erfreut. Unser Kollege steht hier alleine auf weiter Flur. Wir erleichtern mal kurz die Arbeitsbedingungen ein wenig. Und legen die Ader immerhin mal frei, muss er sich nicht durch den tiefen Berg schuften. Und so. Nein, nicht so. Darum. Gucken, wie weit die jetzt reingeht. Oh. Wow, das ist aber eine ordentliche Ader. Da kriegen wir ordentlich was raus. Allerdings nicht, wenn der gute Mann alleine arbeiten muss. Also doch schon, aber halt dauert dann ewig. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust darauf. Bei Investments sollte man zwar auch ab und zu mal auf die Langfristigkeit gucken, aber hier bei Godes will ich eigentlich nur die schnelle Kohle haben. Boah, und ich schmeck gerade wie ein Eukalyptus-Bonbon, ey. So Gilomethol, die kann ich bestimmt auch genommen. Zum Erleichtern des Abhustens. Da stinkt man immer wie so ein Mentholbonbon oder Eukalyptus. Ja. Aber es hilft. Ja. Ja. So, wie sieht's hier aus? Immer noch 0 Weed. 270 Weed. Frage mich, wer das dann denn, ich sag mal, bewirtet. Wow, da kommen jetzt aber ganz schön viele raus. Vielleicht gehen die ja dahinter. Gehen die denn jetzt hin, die zwei? Oder ernten die jetzt? Tatsächlich. die ernten jetzt, das ist ja cool. Ah, wir verstehen langsam das Spiel. Sehr, sehr schön. Der gute Mann arbeitet immer noch alleine. Braucht er doch noch ein paar fleißige Helfer. Ich kann doch nicht angehen, dass er hier alles alleine machen muss. Wir mal wieder, was für Heuschrecken wir Menschen sind. Wir nehmen uns das Land, formen es nach unserem Gutdünken, zerstören es dabei. Ja, ja, so sind wir Menschen. Merkt's euch. Wenn wir dann auch noch Hilfe von oben bekommen, ist es natürlich noch. Ich gerade überlege, ob ich hier mal noch eine weitere Siedlung hinpappen soll. Wir sind ja jetzt gerade noch alle beschäftigt. Das könnte bedeuten, wenn wir jetzt gleich eine Siedlung hinsetzen, dass wir da eventuell die eine oder andere Farm hinkriegen. Können wir gleich mal ausprobieren. Genug Gems dürfte ich ja bald haben. Oder? Komm, schmeiß mal einen raus jetzt.
Nein, das war nur einer. Manchmal gibt es ja zwei dafür, aber in diesem Fall leider nichts. Meine Uhr sagt mir, dass die Folge schon wieder vorbei ist, aber ich mache das jetzt noch schnell mit der Siedlung hier unten. Oh, dann reiße ich hier noch ein Stückchen vom Berg weg. Eine Siedlung bitte. Die ein oder andere Hütte könnte ich jetzt gebrauchen. Warte mal, aber dann ich reiß mal kurz das hier ab. Oder auch nicht. Schade. Nee, kriege ich irgendwie nicht hin. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.